meine lieben Wingfoil-Freunde, willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Wingfoil-Max und heute habe ich zwei Wings dabei, nämlich einmal den 6-2er GA Cross und den 4-2er GA Cross. Und wir schauen uns mal an, wie die so aussehen, was die so können. Und am Ende des Videos verrate ich euch auch nochmal ein Geheimnis, was eigentlich so gut wie niemand weiß über diesen Wing. Also bleibt gerne dran bis zum Schluss und gebt unbedingt auch jetzt gleich mal einen Daumen nach oben, wenn ihr auch richtig Bock aufs Wingfoilen habt. Also wenn wir uns den Wing jetzt mal anschauen, dann sehen wir hier schon direkt einfach dieses tolle, junge, moderne, frische Design, ja. Also das ist wirklich echt so richtig Avantgarde, würde ich sagen, ja. Also hier haben sich die Wing-Designer richtig was gedacht. Wenn man jetzt mal so schaut, dann sieht man schon einfach diese verschiedenen, sage ich mal, Origami-Design-Formen, ja. Also es wirkt wirklich so, als ob hier echt der Wing so ein richtiges Eigenleben hat. Vor allem natürlich, was auffällt, sind wirklich die Farben, ja. Also solche knalligen Farben, ja, die machen auf dem Wasser richtig Spaß. Und ich habe wirklich auch schon von verschiedenen anderen Wingern und auch Windsurfern gehört, dass die einfach diese Farbe toll finden, weil man die wirklich wiedererkennt vom Ufer, ja. Das hat natürlich auch so eine Signalwirkung, ja, wenn man vielleicht auch mal irgendwie in Not kommt, ja, dann sieht man den Wing auch wirklich gleich, ja, wenn man mal irgendwie gerettet werden muss oder was auch immer, ja, dann ist das wirklich ein großer Vorteil, wenn man hier einfach so eine schöne, knallige, leuchtende Farbe hat. Und wenn man zum Beispiel auch mit der Frau oder der Familie am Wasser ist, ja, und man rausgeht, dann möchte natürlich auch der Partner immer wissen, ja, wie geht es einem auf dem Wasser, geht es einem gut? Und dann möchte man schnell sehen, wo derjenige ist. Und man erkennt dich einfach super gut hier mit der tollen Neonfarbe, ja, die leuchtet richtig schön. Der Wing hier ist jetzt in 4.2 und den fahre ich wirklich, wenn es richtig, richtig windig ist. Ich verlinke dir auch mal hier oben ein Video, wo ich bei über 30 Knoten auf dem Wasser war und da hatte ich den Wing im Einsatz und also das war wirklich, das macht richtig Spaß. Und der Wing, den ich sonst auch noch gefahren bin, ganz, ganz viel, ist der 6-2er. Du weißt ja, ich fahre immer auf den Binnenrevieren, ja, immer auf dem See. Und da ist wirklich der 6-2er meine To-Go-Größe. Da habe ich richtig Spaß mit. Und ja, hier muss man wirklich sagen, das Schöne an diesen Crosswings ist, dass die wirklich einen super breiten Einsatzbereich haben. Du kannst die wirklich bei wenig Wind fahren. Stichwort Cross-LW, das ist ein extra Wing für Leichtwind. Da verlinke ich dir hier oben auch noch mal ein Video und das ist wirklich ein krasser Wing. Und aber du kannst die Wings eben auch fahren, wenn es wirklich richtig ballert und richtig Sturm ist, ja, dann kannst du die auch noch fahren. Also wie gesagt, ich kann den 6er wirklich auch noch bei über 20 Knoten fahren, ja, das ist alles möglich. Und also mit den Crosswings kannst du wirklich eine sehr, sehr große Windrange abdecken. Und ich tippe mal so, mit zwei Wings ist man hier schon echt gut bedient. Also wenn du dir hier den 6-2er und den 4-2er holst, dann hast du einfach echt schon mal wirklich eine solide Grundausstattung, mit der du auch bei wirklich viel Wind und auch bei wenig Wind gut arbeiten kannst. Jetzt gucken wir uns den Wing mal von der anderen Seite an. Und hier sieht man erstmal schon, hier geht wirklich eine ganze Menge ab, ja. Ich will erstmal kurz auf das Tuchmaterial eingehen, auf das Flugtuch. Hier haben wir ein sogenanntes Volt Nova Tuch und das ist ein Triple Ripstop. Das heißt, du hast hier drei Fäden nebeneinander und dadurch ergeben sich dann auch diese Kästchen. Und ja, dieses Triple Ripstop Material ist wirklich richtig robust. Ey, also wie oft ich da schon wirklich mit dem Foil mal irgendwie so gegengekommen bin, wo ich dann dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn jetzt nicht der Wing kaputt ist, aber ganz ehrlich, hat immer alles gut gehalten, ja, und ist nie irgendwie kaputt gegangen oder so. Und ja, was hier unten auch noch ist, das hier, diese Kante, das ist nochmal eine Verstärkung. Das ist Volt Nova Plus und das ist ein Double Ripstop. Das ist nochmal ein bisschen schwerer und sorgt einfach dafür, dass hier unten die Trailing Edge, ja, also die Abrisskante, dass die halt nicht so flattert und schön stabil ist. Und da muss man auch wirklich einfach sagen, der ganze Wing hat wirklich eine schöne Tuchspannung. Ja, alles ist einfach richtig schön, ja, stabil und flattert nicht, ja, oder ist irgendwie nicht bauchig oder fängt an, da irgendwie Faxen zu machen, sondern der ist wirklich wunderbar gespannt.
Ja, das macht richtig Freude und auch beim Fahren, ja, hat man den einfach wirklich richtig gut in der Hand. Wie gesagt, ein Allround-Wing, ja, der ist nicht irgendwie ruppig, ja, oder zickig oder so, sondern der ist schön ausgeglichen, ja, du hast wirklich einen sehr stabilen Flug- und Druckpunkt in der Hand, also ganz, ganz wunderbar. Zur zusätzlichen Verstärkung hat man hier unten auch einfach nochmal diese Segellatten, ja, die bringen einfach auch nochmal ein bisschen mehr Stabilität rein. Die Griffe hier, die fassen sich echt richtig gut an. Man hat hier auch nochmal in der Mittelstrut einfach nochmal so einen Knick drin, ja, das dient einfach der Ergonomie, dass man den Wing einfach nochmal wirklich entspannt schön halten kann, ja, ohne dass man irgendwie Schmerzen in den Armen kriegt oder so. Also die sind echt gut angeordnet, hier auch die Griffe fassen sich gut an. Wobei ich natürlich sagen muss, ich bin ein riesengroßer Boom-Fan, aber vielleicht gibt es ja auch bald nochmal die Möglichkeit, hier einen Boom nachzurüsten, ja. Kann ja sein, wer weiß. Also ich muss aber trotzdem sagen, ganz ehrlich, hier mit den Griffen hat es echt super viel Spaß gemacht, weil die schön dünn sind, ja, und da hat man einfach wirklich ein tolles Gefühl und kann sogar einhändig fahren, weil manchmal ist es ja so, dann sind die Griffe irgendwie komisch angeordnet und dann denkt man sich so, ach man, schade, ich wäre gerne auch mal mit einer Hand gefahren. Aber hier ist das wirklich möglich, weil man hier einfach wirklich auch relativ lange Griffe hat, wo man auch wirklich schön hin und her sozusagen wandern kann mit der Hand. Also echt sehr gut. Man pumpt den Wing auf über zwei Subventile und ich dachte am Anfang so, naja, okay, One Pump wäre schon schöner und so. Und dann habe ich aber gemerkt, das geht so schnell beim Pumpen. Also wirklich, du machst dann einfach zu und dann machst du nochmal schnell die nächste Tube und fertig bist du im Prinzip und kannst aufs Wasser gehen. Und das Coole hier an diesen zwei Ventilen ist, dass du den Wing halt auch noch mal so ein bisschen trimmen kannst, ja. Also für jeden, der auch so ein bisschen Bock hat, so ein bisschen rum zu experimentieren auch am Wasser und so ein bisschen den Wing zu tunen, noch mehr Leistung rauszuholen, da kann man super einfach variieren, vielleicht ein bisschen mehr Druck auf die Mittelstrut geben, ja, dann hat man ein bisschen flacheres Profil oder ein bisschen weniger Druck raufgeben, dann ist der Wing mehr bauchig, ja, also im Prinzip wie damals beim Windsurfen, da kann man richtig schön rumspielen mit. Die Wing Leash ist richtig angenehm am Handgelenk, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon viele Wing Leashes ausprobiert, aber die hier ist wirklich super bequem, die gefällt mir richtig, richtig gut, ist auch schön stretchy, ja, also da kommt man auch nochmal gut um den Wing rum. Das Material an der Fronttube ist ein ganz neues Dacron-Material, das nennt sich Forstec. Das ist wirklich richtig haltbar und gibt dem Wing auch nochmal so eine schöne Steifigkeit. Und hier vorne ist nochmal so ein Streifen mit gedoppeltem Dacron-Material und dadurch haben wir einfach nochmal mehr Steifigkeit und das ist so, dass hier im Prinzip gerade dieser Bereich vorne an der Fronttube, der arbeitet beim Fahren immer extrem, ja, und biegt sich auf. Und durch diese zwei Lagen wird im Prinzip nochmal so der Schwerpunkt gesetzt beim Wing und sorgt einfach dafür, dass er wirklich einfach nochmal ein bisschen stabiler fliegt. An der Fronttube haben wir auch hier an den wichtigen Aufschlagstellen diese Kevlar-Patches und die sorgen einfach dafür, dass der Wing wirklich auch gut geschützt ist, ja, dass wenn du den hinlegst, dass der dann nicht irgendwie kaputt geht oder aufscheuert. Was mir besonders gut gefällt bei dem Wing sind die Fenster, ja. Du siehst hier wirklich, wir haben nicht nur zwei Fenster, sondern wir haben hier sogar vier Fenster und das ist natürlich wirklich ein ganz, ganz großer Vorteil auf dem Wasser, weil gerade wenn du an einem viel befahrenen Spot bist, ja, wo auch noch Segler sind, Windsurfer, Supper und ja, was weiß ich, wer noch gerne auf dem Wasser ist, ja, dann kann es manchmal wirklich sein, dass du einfach gar nicht die Zeit hast, den Wing erstmal hochzuheben und zu gucken, sondern dann musst du wirklich einfach mal schnell durchgucken können. Und hier siehst du halt wirklich was durch die Fenster und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Ja, also ich finde persönlich, jeder Wing müsste eigentlich diese vier Fenster haben. Das ist echt ein ganz, ganz großer Vorteil und ich würde auch jedem empfehlen, egal ob man Anfänger ist oder ob man wirklich schon richtig gut fährt, die Fenster, die sollte eigentlich jeder Wing haben und ja, genau, die sind besonders gut geworden. Den Wing gibt es auch in kleineren Größen, ja, schon ab 2,7 Quadratmeter. Und das könnte natürlich auch für die Kids wirklich interessant sein, weil ich sag mal, viele Kinder können halt einfach nicht jetzt so einen 6,2 Quadratmeter Wing fahren, weil dann einfach permanent die Tipps im Wasser hängen würden, ja.
Und aber hier mit den kleinen Größen kannst du halt wirklich auch schon als jüngerer Fahrer oder jüngere Fahrerin starten und hast da einfach deine Freude dran, einfach auch mit einem coolen, jungen, modernen Wing auf dem Wasser. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, GA ist hier wirklich ein richtig toller Allround-Wing gelungen, der wirklich für ganz, ganz viele verschiedene Wingfoiler interessant sein könnte. Ja, vom Anfänger, der im Prinzip gerade erstmal so seine ersten Fahrten macht, hin wirklich zu ambitionierten Wingfoilern, die gerade dabei sind, so ihre ersten Manöver und Sprünge zu machen, ja, oder vielleicht auch mal Lust haben, in die Welle zu gehen oder so. Also der Wing hier, der macht einfach super viel Spaß, der ist modern, der sieht cool aus und ja, ist einfach ein Wing, der auch richtig auffällt und wirklich auch in eine moderne Richtung geht. Genau. Ja, und jetzt würde mich natürlich interessieren, welche Winggröße fährst du eigentlich? Was ist deine To-Go-Größe? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Ja, ihr Lieben, und jetzt wollte ich euch ja noch mal ein Geheimnis verraten über den Wing, was kaum jemand weiß. Und zwar habe ich bei Gesprächen mit GA erfahren, dass hier dieses sogenannte Bat-Panel-Layout im Prinzip so eine Anlehnung ist an das Batman-Logo. Und das möchte ich euch mal zeigen. Und zwar ist das hier genau das. Wenn ihr das mal seht, hier dieser orangene Streifen, das soll im Prinzip so diese Fledermaus ja aus dem Batman-Logo zeigen. Und das wusste ich erst gar nicht. Ja, ich dachte, hä, Bat-Panel-Layout, was soll das sein? Weil das Panel-Layout ist ja im Prinzip sozusagen beschreibt es, wie die einzelnen Tuchbahnen zusammengenäht sind, ja. Aber hier dieses Bat-Panel-Layout soll wirklich auf das Batman-Logo beziehen und das ist echt lustig und das finde ich richtig cool und da sieht man einfach auch wirklich, dass das GA-Team auch wirklich so eine jüngere Zielgruppe ansprechen möchte und einfach in eine junge, moderne Richtung mit dem Wing geht. Jetzt schau dir auch gerne nochmal das Video hier an. Hier verlinke ich dir auch nochmal die Leichtwind-Variante vom Cross. Das könnte auch ganz interessant für dich sein. Einfach bei richtig wenig Wind aufs Wasser gehen. Einfach hier drüben aufs Video klicken.